Hallo Leute, willkommen bei Produktbewertung. Heute sehen wir uns die besten Aquarium-Scheibenreiniger-Tests an. Durch umfassende Recherchen und Tests haben wir eine Liste an Optionen zusammengestellt, die die Bedürfnisse verschiedener Anwender erfüllen werden. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Fünftes Produkt auf der Liste ist der Tetra MC Magnetischer. Der Tetra Magnet Cliana ist ein schwimmender Reinigungsmagnet für Aquarien. Er ist perfekt für die schnelle und gründliche Reinigung der Scheiben Ihres Süß- oder Meerwasser-Aquariums. Der innere Teil des Reinigers schwimmt frei im Wasser und verhindert, dass Sand oder Kies zwischen die Scheibe und den Magneten gelangen. So bleibt Ihr Aquarium frei von Kratzern. Die Reinigungsfläche misst 60x31 mm, so dass auch große Flächen schnell und effizient gereinigt werden können. Der Tetra Magnet Cliana kann für alle Arten von Aquarien bis zu einer Glasstärke von 5 mm verwendet werden. Wie funktioniert der Tetra Magnet Reiniger? Der Tetra Magnet Cliana wird an einem beliebigen Saugschlauch befestigt und dann einfach über die Scheibe des Aquariums geschoben. Dieser Magnet zieht Schmutz und kleine Partikel auf der Innenseite Ihres Beckens an. Diese können anschließend ganz einfach mit einem Kescher oder einem Siphon entfernt werden, damit sie nicht auf den Boden sinken und in den Filtersystemen hängen bleiben. Auf dem vierten Platz ist der Marina Aquarium Scheibenreiniger. Der Marina Aquarium Glasreiniger mit Klinge ist ein praktisches und einfach zu verwendendes Produkt. Der Aquarienreiniger ist mit einem Rasierklingenaufsatz für schwer zu entfernende Algen, einem Schwammreiniger zur Entfernung von Algen und Ablagerungen und einem verstellbaren Winkelgelenk am Kopfende des Produkts ausgestattet. Die Kombination aus Schwamm und Rasierklinge ermöglicht es Ihnen, sanft über das Glas zu gleiten und dabei Algen zu entfernen. Er kann sowohl in Süß- als auch in Salzwasser verwendet werden, aber für beste Ergebnisse spülen Sie ihn nach jedem Gebrauch mit klarem Leitungswasser ab. Lassen Sie keine Rückstände auf Glas- oder Acryloberflächen zurück, da diese sich negativ auf Ihre Aquarienbewohner auswirken können. Daher ist es ratsam, alle Produkte abzuwaschen, bevor Sie sie wieder in die Aquarienumgebung geben. Wenn der Kopf dieses Produkts in Reinigungslösungen getaucht wurde, bevor Sie es abspülen, sollten Sie es an der Luft trocknen lassen, bevor Sie es wieder in ein Aquarium geben. Dritte Produkt auf unserer Liste ist der Tetra GS45 Scheibenreiniger. Sie suchen nach einer einfachen Methode, um Algen von Ihren Aquarienschirmen zu entfernen. Dann ist der Tetra Glasschaber genau das Richtige für Sie. Dieses praktische Werkzeug wurde speziell für diesen Zweck entwickelt und verfügt über einen klappbaren Klingenhalter, mit dem Sie auch schwierige Stellen erreichen können. Die austauschbaren Klingen sind bei der Algenentfernung effizienter als herkömmliche Schaber, und die Seitenschützer sorgen dafür, dass Ihre Silikondichtung während des Reinigungsvorgangs nicht beschädigt wird. Und der lange Griff sorgt dafür, dass Sie keine nassen Hände bekommen. Der Klingenhalter lässt sich auch vollständig umklappen und als herkömmlicher Schaber verwenden. Damit können Sie zum Beispiel die Wasseroberfläche aufbrechen, um Kohlendioxid, CO2, aus Ihrem Tank zu entfernen. Das Produkt ist aus Kunststoff und Metall gefertigt und wird mit zwei Klingen geliefert. Es misst ungefähr 15x12x2 cm. Zweite Produkt auf unserer Liste ist der JBL AquaT Handy. Der JBL AquaT Glass Screen Cliana ist ein speziell entwickeltes Reinigungsgerät für die Glasflächen von Aquarien. Das Gerät, das einer Bürste ähnelt, hat zwei Seiten, eine mit weichen Silikonbürsten und eine mit harten Nylonbürsten. Beide Seiten können für die Reinigung der Glasoberfläche eines Aquariums verwendet werden. Die Nylonbürsten sind ideal, um hartnäckige Ablagerungen wie Kalk oder Algen von der Glasoberfläche eines Aquariums zu entfernen, während die weichen Silikonbürsten Schmutz und Staub sanft entfernen, ohne die Silikondichtung am Beckenrand zu beschädigen. So können Sie verwenden Sie den JBL AquaT Glasscheibenreiniger, um Ihr Aquarium kristallklar zu halten. Spülen Sie das Gerät vor Gebrauch sofort unter fließendem Wasser ab. Lassen Sie es nicht für längere Zeit im Wasser stehen. Wie bei jedem Reinigungsmittel sollten Sie auch bei diesem Produkt immer darauf achten, dass Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten. Denken Sie daran, eine Schutzbrille und Gummihandschuhe zu tragen, wenn Sie die Glasoberfläche eines Aquariums reinigen.
Die Nummer 1 unserer Liste ist schließlich der Papillon Scheibenreiniger Midi. Der Windschutzscheibenreiniger von Papillon ist ein handgeführter Aquarienreiniger mit einer Klinge aus rostfreiem Stahl. Die Klinge hat eine Breite von 14 cm und ist damit sowohl für Süß- als auch für Meerwasseraquarien geeignet. Der Reiniger ist einfach zu handhaben und kann mit einer Hand bedient werden. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Aufbewahrungsetui, in dem die Klinge sauber und sicher aufbewahrt werden kann, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Die Klinge ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und somit korrosions- und rostbeständig. Sie kann bei Bedarf zum Auswechseln oder Schärfen leicht entfernt werden. Die Länge des Reinigers ist in 2 cm Schritten einstellbar. Die Reinigung des Aquariums kann erfolgen, wenn der Reiniger in das Aquarium eingetaucht ist oder wenn er vollständig aus dem Wasser herausgezogen ist. Vielen Dank fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch den Daumen nach oben, und wenn neu auf dem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst.